Hallo zusammen und willkommen. Zitrone als Wundermittel gegen Einschlafschwierigkeiten, Schlafstörungen und morgendliche Trägheit? Das mag zunächst sehr seltsam klingen, doch sind die kleinen gelben sauren Früchte wahre Multitalente. Sie können viel mehr als nur sauer daherkommen. Vor allem für die Gesundheit, das Immunsystem und Wohlbefinden können sie bei regelmäßiger Anwendung viel leisten. Im Gegensatz zu Mittelchen aus der Apotheke haben sie den Vorteil, dass sie keine Nebenwirkungen haben. Eine geviertelte oder in Scheiben geschnittene Zitrone, die mit etwas Salz bestreut neben das Bett gestellt wird, kann zu einem entspannteren und gesünderen Schlaf verhelfen und das Immunsystem stärken. Am nächsten Morgen sollten die Scheiben allerdings aus dem Schlafzimmer entfernt und entsorgt werden. Im heutigen Video gehen wir auf die vielen Vorteile genauer ein. Los geht's! Nummer 1. Die ätherischen Öle sorgen für eine bessere Atmung. Trockene Heizungsluft, Allergien, asthmatische Erkrankungen oder auch Infekte können dazu führen, dass wir schlechter atmen können. Wenn die Atmung gestört ist und dadurch das Einschlafen erschwert oder das Durchschlafen verhindert wird, ist der Schlaf weniger erholsam. Ein erholsamer Schlaf ist jedoch grundlegend für die Regeneration unseres Körpers. Zitronen haben in ihren Schalen ätherische Öle, deren angenehmer Duft freigesetzt werden, wenn die Frucht aufgeschnitten wird. Diese wirken beruhigend auf die Schleimhäute und machen die Atemwege frei, sodass freies Durchatmen wieder möglich wird. Nummer 2. Der frische Duft setzt Glückshormone frei und beruhigt. Unangenehme Gedanken vor dem Schlafengehen können das Einschlafen erschweren oder ganz verhindern. Jeder kennt das unruhige Hin- und Herwälzen zu später Stunde. Die Unruhe wird dabei umso größer, je später es wird, denn zu den ohnehin unangenehmen Gedanken gesellt sich die Sorge, am nächsten Morgen zu verschlafen. Der Duft einer Zitrone beruhigt nachweislich die Nerven, entspannt und reduziert damit den Stresspegel. Unter diesen Bedingungen ist es also kein Wunder, dass der Schlaf mit der gelben Frucht erholsamer ist. Denn nur wer entspannt ist, kann ruhig schlafen. Studien belegen, dass durch den Duft, den die Zitrone verströmt, die Serotoninproduktion im Gehirn angeregt wird. Serotonin ist ein Glückshormon, das die Stimmung verbessert und dunkle Stimmungswolken vertreibt, ohne die es sich nicht nur besser einschlafen lässt. Darüber hinaus fördert die gute Laune das Durchschlafen, sodass die Anspannung des Tages abfällt. Nummer 3. Der Duft unterstützt beim Abnehmen. Das Hormon Serotonin, dessen Ausschüttung durch den Zitronenduft angeregt wird, ist nicht nur ein Stimmungsaufheller, sondern auch ein Stresskiller. Durch Stress wird im Körper Cortisol gebildet, das bekanntlich zur Gewichtszunahme führt oder die Gewichtsabnahme erschwert. Serotonin reduziert die Ausschüttung des Cortisols und hilft damit bei der Reduktion des Körpergewichts. Nummer 4. Die Kombination liefert mehr Energie für Morgenmuffel. Die Snooze-Taste ist morgens ein treuer und zuverlässiger Begleiter. Sie hilft dabei, nicht zu verschlafen, ohne jedoch unsere Begeisterung für das Aufstehen zu steigern. Gerade im Winter, wenn es am frühen Morgen noch dunkel ist und die Temperaturen besonders kühl sind, fällt es besonders schwer, das warme, weiche Bett zu verlassen. Auch hier schaffen Zitronen Abhilfe. Denn wer entspannt und glücklich ein- und durchschläft, wacht am Morgen erholter und energiegeladener auf und kommt besser aus den Federn. Der gute Laune-Effekt des Wundermittels hält bis zum Morgen an. Negative Gedanken am frühen Morgen und die Trägheit, die den Tagesbeginn erschweren, gehören damit der Vergangenheit an. Nummer 5. Das Immunsystem wird gestärkt. Regelmäßiges Einatmen des frischen und wohltuenden Zitronenduftes sorgt zum einen für besseres Durchatmen, führt langfristig auch dazu, dass Atemwegserkrankungen und Erkältungen vorgebeugt wird. Nummer 6. Das Rezept wehrt lästige Insekten ab. Gerade im Sommer sind Mücken lästige Quälgeister. Wenn die Temperaturen draußen besonders hoch sind, lässt es sich in einem viel zu warmen Schlafzimmer schlecht schlafen. Die einfachste Lösung ist es, das Fenster aufzumachen. Allerdings lässt man damit nicht nur angenehm kühle Abendluft ins Schlafgemach, sondern öffnet auch Tür und Tor für Mücken. Abgesehen von dem unerträglich hohen Summen dieser Tierchen, sind es vor allem die unangenehm juckenden Stichstellen, die das Leben erschweren können. Eine mit Nelken gespickte Zitronenscheibe neben dem Bett wehrt Mücken erfolgreich ab und sorgt damit für einen erholsamen Schlaf ohne böses Erwachen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.